Hallo Leute, herzlich willkommen auf Single High Stando Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Forza Horizon 5. So, wir haben hier einen Scheunenfund mal wieder, den ich natürlich auch erstmal abholen werde. 68er Fastback, was für eine Bestie. Ich erinnere Boah, mich, der wie sieht dieses schon Ding geil bei der Verfolgungsjagd durch die Straßen und über die Hügel bretterte. Ja, aber ja. Ich kann mich einfach nicht an den Namen des Films erinnern. Das ist schon ein geiles Ding. So, aber ich habe natürlich auch meinen Bugatti. Der ist sogar legendär. Die sind alle legendäre Autos. Oh, ist er? Ah, restauriert. Mhm. Okay, einer kommt noch, der... Und dann habe ich anscheinend noch vier weitere und dann habe ich anscheinend alle entdeckt irgendwie. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. So, wir gehen hier mal raus. So. Will hier nichts kaufen. So, wir gucken mal, was wir jetzt für ein Rennen fahren. Ich würde sagen, wir fahren hier mal das Rennen. Könnte sein, dass das sogar auch das ist, was wir in der letzten Folge gefahren sind. Aber mit dem Auto, glaube ich. In 100 Metern rechts abbiegen. Oder irgendein anderes Auto. Ah, Reifen. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt hier mit. In 400 Metern links abbiegen. Oh, Junge, ich gebe einmal Gas und... So. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. So, es ist übrigens jetzt nicht mehr so warm, deswegen brauche ich jetzt nichts mehr hier anmachen. Hola, mi amigo. Ich habe mit dem örtlichen Ferrari-Club gesprochen und es hieß, es könnte un Clásico in einer Scheune in der Nähe geben. Ich sagte, ich kenne da wen, der nachsehen kann. Okay, ich würde sagen, wir machen doch ein Umdreher und fahren lieber dahin, weil die Veranstaltung hier habe ich ja in der letzten Folge schon gemacht. Und ich würde sagen, wir machen die auf jeden Fall auch nochmal, dass ich auch Erster werde. Aber ich würde sagen, wir gucken heute mal nach dem Auto. Das hier wird jetzt erstmal schön gewaschen. Zack. Ja, nicht doch. Okay, jetzt. Moin, Bus. Wir fahren jetzt hier erstmal 13 Kilometer, um erstmal da überhaupt anzukommen. Warum ist das auch am Arsch der Welt? So Leute, übrigens schaut gerne auf meinem Feed-Kanal vorbei. Ich hoffe mal, der ist unten in den Duschen verlinkt. Ich habe ja ein neues Feed rausgebracht, so kurz davor. Ich würde mich freuen, wenn ihr das euch anbildet. Es geht in die Richtung Hardstyle. Aber es kommen natürlich alle Musikrichtungen noch. Also ich habe schon viele andere Musikrichtungen geplant, die auch rauskommen werden. Es kommt auch übrigens am 4.7. auch ein neues raus. Also ein neues Lied. Das ist auch Hardstyle und das hat auch irgendwas mit EM zu tun, also mit der Fußball-EM. Kennt ihr ja vielleicht. Also jetzt definitiv, denke ich. Ja. Das kommt dann auch Tage. Ja.
So. Kann ich hier fast 400. Wir fahren wirklich fast 400. Ja. Da ist das Auto auf jeden Fall total schaden. Okay, ich bin wieder da. So. Wir haben kurz den LKW hier weggerannt. 360 Grad Drehung gemacht. Alles. Jetzt müssen wir hier wieder auf diese Suche gehen. Ich werde übrigens bald Forza Horizon 5 auch am PC so zocken können. Das heißt mit dem Lenkrad. Das wird auch geil. Das werde ich natürlich auch machen. Aua. Das werde ich auch machen, sobald ich alles eingerichtet habe und sowas. Also das kann natürlich jetzt noch einen Monat oder so was dauern, bis ich das dann auch wirklich alles mache. Weil ich muss sämtliche Dateien und sowas alles umräumen, sage ich mal so. Ja. Also könnte es sein, dass das hier ein bisschen kritisch wird alles, weil ich muss Steam auf einen anderen Speicher und sowas packen, dass ich dann gute Dinge habe, dass ich das machen kann. Ich hole mir nur eine externe Festplatte. Und da will ich dann draufpacken. Und dann auch die ganzen Spiele da drauf. Und ja, mein PC-Speicher ist dann praktisch für Videos und sowas. Und deswegen packe ich dann alles einfach auf die Festplatte. Die hat natürlich auch deutlich viel Speicher. Deswegen passt das auch. Ich fange hier gerade mit 300 Sachen drauf, Alter. In 400 Metern links abbiegen. Oh, wie geil das wäre, wenn man das nicht kennt. Links abbiegen. Wow. Warum ist das doch mal bei dir? Ach nee, das ist noch ein, da abbiegen muss. Die nächste Horizon Arcade Veranstaltung beginnt jeden Moment. Viel Spaß. Abfahrt am Rechts abbiegen. Oh. Nein. Der Bugatti ist irgendwie nicht so. Ich bin gerade aufgebrochen. So, erzähl mir mal hier, ob hier irgendwas schon mal ist. Sehr absolut nichts. Denk mal, es ist tatsächlich wieder auf diesem Weg hier. Da hinten sehe ich doch schon was. So. Du hast dein Ziel erreicht. Hier, also hier ist ja nichts, oder? Doch, da. Hier ist direkt. Ich hab das Auto in einer Minute gefunden. Moin. Drei. Hurale, ein F40. Unglaublich. Hilf mir, ihn hier rauszuholen. Alles klar. Machen wir. Boah. Geiles Ding, Alter. Dann nenne ich mal doch ein Fahrzeug. Ich rufe die Lackiererei an, damit sie das Rosso Corsa auffrischen. Bis später. Nein, da will ich nicht. Ey, da will ich nicht hin. So. Okay, ich würde mal sagen, was ist das denn hier? Testfahrer. Hola, mi amigo. Die Universidad schickt einen Techniker, der an unseren Festival-Außenposten forschen soll. Und er braucht jemanden, der ihn fährt. Sei nett zu ihm. Es ist mein Cousin Juan. Hola, ich bin Juan Maria Garcias. Die Universidad hat mich beauftragt, an Horizon Außenposten zu forschen. Aha. Rami und Ale, meine Cousins, wollten mich einem ganz...
ganz besonderen Horizon-Fahrer vorstellen. Und ich nehme an, das bist du. Mir? Ich bin nur hier, um zu helfen. Danke, Juan. Bei nächster Gelegenheit, wenn du. Ja, mal jetzt. So, hier erstmal jetzt hin. Okay, okay, okay. So, dann einmal da rüber jetzt. Hier schön ins Moor da. Und das hier auch erstmal hier sauber machen. Edis macht kann ich den Scheiß weg. Ey, das ist doch jetzt ein Schwert. Gucken wieder. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, ja. Solo. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau so, was sie machen soll. Ola, ich glaube, ich sollte dir zuerst die Ostküste zeigen. Alejandra sagt, dass echte Racer Strecken vor dem Rennen studieren. Guter Ratschlag. Übrigens habe ich die Universität davon überzeugt, dass sie uns die wunderschönen Strände und die blauen Himmel studieren lassen. Das schreit nach Kraft und Stil. Der Ferrari Portofino ist genau das Richtige. Okay. Route steht, Telemetrie läuft. Und Alejandra schaut wahrscheinlich die Übertragung. Sie hätte auch keinen Sumpf auswählen können. Pardonne, mein Freund. Du meinst sicherlich küstennahes Feuchtbiotop. Ich glaube, was würde ich mit dir sagen, wenn ich Zeit? Boah, aber ein geiler Ferrari. Wenn du nichts dagegen hast, nass zu werden, kannst du laut alle hier Bonustafeln finden. Ich würde mal sagen, wir starten die einfach neu. Beziehungsweise, Leute, ich mache das in der nächsten Folge. Stoppen. So, wir sagen, wir machen das in der nächsten Veranstaltung. Nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut aus meinem Discord vorbei, der ist unten in der Video schon verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst habt. Einen traumhaften Tag. Haut rein. Leute, euer Sandro. Ciao, ciao.